Grüß euch, Mateka hier. Angriff auf Top 100 im Turnier, 3 Stern, blutiger Kampf. Und dieses Mal in Anschluss haben wir umgekehrt die Reihenfolge. Spreche ein bisschen über den Skan, den neuen Helden und halt das Portal, das da ist. Ja, gehen wir gleich rein. Ich habe am, was der zweite oder dritte Tag, weiß ich jetzt nicht mehr, habe ich die Angriffe aufgenommen. Habe schon recht viel dazu gesagt zum Format. Da habe ich auch beschlossen, eben einige Helden von mir auf Klassenstufe 25 oder zumindest auf 23 oder so zu bringen, die ich da regelmäßig einsetze und halt in Klassen, von denen ich jetzt nicht so wichtige andere, vor allem 4-Sternhelden habe. Ja, jetzt schauen wir uns einmal an, wie es steht. Und eigentlich lustig, oder lustig wie immer, von den ersten 10 sind mindestens 5 deutschsprachige und die meisten davon welche, oder eigentlich alle welche, die regelmäßig dabei sind. Bei Reistlin kann ich es nicht so hundertprozentig sagen, aber der Name ist mir auch schon öfters untergekommen und man sieht, auch er hat da überall Meisterwappen drauf. Natürlich hilft es jetzt den Spielern, die sowieso sich für Turniere interessieren, die sowieso vielleicht beim Teilplay ganz gut sind und halt deswegen sowieso oft vorne sind, da jetzt eben Arya, Arthas, beide jetzt aktuell Bäumele 2, so wie ich. Gut, das sind die meisten geprägt. Molfa so ist aber immer schon auf 3 und 4 Sternen, vor allem 3 Stern Turniere spezialisiert, schon ganz früh. Q auch, also alle haben da die Meisterwappen drauf und das hilft natürlich, dass wenn die Spieler, die sowieso welche von denen sind, die halt die höchsten Win-Percentages haben, wenn die dann auch noch den Vorteil haben von den Meisterwappen, dann ist natürlich alles noch ein bisschen einfacher. Da sind etliche Spieler dabei, die man halt kennt, die immer wieder dabei sind. Da Muschi von Seven Days Departed, Uzi Guzi ist bei 3 Sternen immer vorne dabei, auch schon immer, also im Sinn von schon vor Jahren hat der die ersten Wappen an 3 Sternhelden gegeben und so, und deswegen ist er quasi jedes 3 Stern Turnier vorne. Also nicht nur das, natürlich muss er gut spielen, weil das machen andere Spieler auch, die nicht da und vorne sind, also er muss es gut machen. Valentina wieder mal vorne dabei. Ja. Bei mir hat sich die Dev, das letzte Mal, wie ich aufgenommen habe, war die Dev gerade dabei, auf B zu fallen. Ich war einen Tag lang in B. Ich habe eine Niederlage gehabt im Video das letzte Mal. Unnötig, aber doch. Gegen Heinzelmännchen. Das ist mir damals gar nicht aufgefallen, dass das ein deutschsprachiger Spieler war, vermutlich zumindest. Ansonsten gewonnen. Das heißt, es sind, wenn man schaut, die Differenz, da ungefähr 300 Punkte, also ungefähr 550 Punkte ausständig auf Top-Plätze, beziehungsweise ich habe nicht ganz so viele Meisterwappen vor allem vorher gehabt und ich habe keine Toons oder kaum Toons doppelt geprägt, deswegen würde ich ungefähr so von, ja, von 19,450 minus 5, also ungefähr 18,9 war halt möglich, glaube ich, wenn ich alles gewinne. Und ich habe mir auch schon angeschaut, solange ich nicht wirklich keinen einzigen Gegner einmal umbringe, kann ich mir eine Niederlage erlauben. Jetzt gehen wir zum Kampf. Dem habe ich jetzt auch Karel, den ich da manchmal einsetze, obwohl ich da gar nicht so begeistert von ihm bin, weil er doch sehr schlechte Defensivstats hat. Aber ich brauche den für Events und deshalb habe ich ihm 2 Klassenstufen jetzt gegeben, während ihr nicht zugeschaut habt. Eben gegen Blau und Denk will ich halt Blau spielen. Anders Rot ist, bin mir zu langsam. Grün spiele ich sonst ganz gern und die beiden sind quasi gesetzt. Ich glaube, das Brenn einer der allerstärksten Denks ist, in dem Format und dann vor allem auch bei Bonusbooster oder gar nicht bei beiden, also in dem Format vielleicht noch mehr sogar, weil es da dann so schnell geht, wenn die Helden Boost haben. Jetzt ist sie da außen und kommt wahrscheinlich oft erst zu einem Zeitpunkt, zu dem die anderen vielleicht schon tot sind oder idealerweise, wo Felten schon ausgelöst hat und das dann auf meine Seite kommt. Das wäre so ein bisschen der Plan, deswegen habe ich jetzt nicht einen zusätzlichen Dispel mit, habe nicht Yuka innen oder so mit, nur deshalb, ja. Und natürlich wäre Gelb sowieso gut, dass Gelb vielleicht vor Dawn kommt. Also Angriff. Bin ich schon eigentlich zuversichtlich für den Kampf, aber schauen wir mal, was kommt. Ja, aufs Erste haben wir natürlich schon sehr ausbaufähig. Zu Wackers. 205% Schaden auf alles sind ganz grauslich. Von der Lebenspunkte-Reduktion heute dann nicht mehr allzu viel, der maximalen Lebenspunkte, weil das ja sowieso meistens schon passiert ist mit dem Schaden, den er verursacht hat. Aber da jetzt muss ich auf jeden Fall arbeiten. Ich meine, die Combo vorher geht in die grüne Drachenbombe, wenn sie die gut legt. Ich brauche Bewegung, also ich weiß nicht, ich glaube, es ist besser, als wenn ich da irgendwie so herumspülen probiere, ob ich da vielleicht eine gelbe Combo kriege. Ich glaube, ich brauche die Bewegung. Auch wenn Wackers prinzipiell natürlich sehr gefährlich ist,
ist es mir trotzdem lieber, es geht nur auf ihn, als es wird ein Combo auf so richtig quer alle Gegner treffen. So. Eine blaue Combo bringt mir nicht viel. Wenn ich so spiele. Da drüben würde ich es mir auch zerstören. Puh. Das gibt mir zu denken. Ich meine, solange ich die anderen nicht viel triff, würde ich einen Wackers-Hit, sagen wir mal, schon so ein bisschen überleben. Aber dann muss ich irgendwann einmal ihn fertig kriegen. Davor. Das geht in sie. Das ist auch störend, wenn es zu viel wird. Aber ich glaube fast, wenn ich dann nämlich sonst irgendwo spiele, wo Bewegung reinkommt, dann zerstören wir die blaue Kombo und die werde ich irgendwann brauchen. Du musst meine Farbe mal dann kommen. Jetzt löst er schon aus. Ich meine, nichtsdestotrotz bin ich froh, dass so ein Kombo kommt, weil sonst jetzt kann ich da dann spielen in blau und da gelb. Ich muss jetzt schauen, die müssen halt hoffentlich ein bisschen überleben. So, dann kann ich. Passt. Das war jetzt. Zwar noch nicht vorentscheidend, aber war ganz wichtig, weil ich jetzt meine Lakaien habe. Dann kann ich Felden rechtzeitig, ihn rechtzeitig einsetzen. Legen wir noch, was ich da machen will. Ob ich will, dass er vorher stirbt, wahrscheinlich nicht. Das haben wir auf jeden Fall. Da kommt noch nichts, das heißt, ich werde eher noch mal warten mit dem. Machen wir das so. Wie lange ist da noch der Def? Also der Angriff herabgesetzt, einen Zug nur mehr. Dann warte da jetzt auch aus, spiel noch mal. Schaut so, jetzt ist es frei. Jetzt wird es natürlich lebensmäßig bald schon wieder knapp. Ich glaube, was mache ich da? Wird er kommen? Ich werde trotzdem da auf sie, glaube ich, gehen. Weil sie stört mich mit, da kommt der Lakai drauf, es dauert es länger. Die Seite nur Kin Saishi allein. Drei zufällige Gegner. Nein, ich glaube, ich gehe auf links. Der soll weg. Dann kann ich mal gelb laden für ihn nochmal, damit überlebe ich natürlich auch. Passt. Ah, das hält er nicht einmal aus. So ein Ei. War ein bisschen am Anfang. Also die Combo war wichtig, auch wenn sie nicht viele direkte Steine, aber eigentlich hat sie schon Steine erbracht. Also auch wenn sie ihn ausgelöst hat, das wollte ich sagen. Das war entscheidend, aber irgendwann sollte etwas kommen. Wenn gar nichts kommt, ist eh klar, dass man dann verliert. Da angenehm, dass Jahangi in der Ecke steht, dadurch kommt er erst spät. Solche Einzelhitter, ich finde es jetzt nicht besonders gefährlich. In dem Fall werde ich auf grün wechseln. Gelb, wie gesagt, das ist mir einfach sympathisch, die beiden, die Überlebensfähigkeit und die will ich, glaube ich, lassen. Ich schaue nochmal, ob ich Alternative habe, aber die halten relativ viel aus. Ich habe das letzte Mal schon beschrieben, dass viel aushalten auf jeden Fall was bringt, gerade bei dem Format, weil man dann über Steine noch viel Schaden machen kann und Steine eben viel bringen. Also selbst wenn nur mal ein, zwei Helden leben würden, hat man dann manchmal noch die Chance zu gewinnen. Ja. Und der ist, Entschuldigung, verklickt, ist stark gegen Gelb. Das ist störend. Da haben wir auch viel zusätzlichen Schaden, aber ich glaube, da haben wir Rot, er fügt Grün, da Lila. Ich werde nur, jetzt auch wenn ich immer sonst so gehabt habe, ich werde es zumindest noch außen stellen, dass Priska nicht so oft trifft, aber das ist jetzt minimal der Unterschied. Ich
glaube, mit ihm dann, ah, das ist sehr gut. Die Musketierfamilie ist auch gut. Ich glaube, ich lasse es so. Angriff. Der Defton von Wahlen gilt nur halb. Seht die Version, was hat er, wie viel Def dann? Minus 28, vergisst man so, solche Dinge, dass bei Zarel das ja halbiert ist dann. So, da. Die wird sie anbieten. Gibt mal die blaue in der Mitte, gibt mal Chance auf Grün, wenn es da wäre. Und ansonsten kann ich Gelb senkrecht spielen, was mir viel lieber ist als da Gelb quer. Wenn ich Gelb quer spiele, verbaue ich mir mein Board auf der linken Seite total, da kann ich dann nichts anderes mehr spielen. Gelb habe ich da drüben noch. Wenn ich Gelb senkrecht spielen kann, dann ist auch relativ wahrscheinlich, also nicht relativ wahrscheinlich, aber kann es leicht sein, dass da noch ein gelber Stein dazu kommt, dann habe ich drüben noch einmal Gelb, mit dem beginne. Mit Glück ist da grün, ist eben nicht, aber wurscht. So, drei gelbe Kombos sind da. Die Frage ist nur, will ich mir irgendwo... Ich glaube, ich spiele außen gelb und dann grün in da gelb. So geht's. Jetzt mache ich natürlich nicht zu viel. Okay, die kommen wieder zusammen, aber er wird natürlich einmal irgendwo richtig drauf gehen. Okay, ja. Und jetzt ist die Frage, auf wen? Ist gar nicht ganz leicht. Brauche im Prinzip 8 grüne Steine. Das sind meistens 2-3er-Kombos, weil nee, das Vorspiel. Ich könnte nur einmal warten und schauen, ob da irgendwas kommt, dass ich... Nein, wobei. Ändert das was? Wenn ich einfach so spiele, passt das auch. Geht das in grün. Ich warte aber trotzdem nochmal mit Felden. Und da kann ich den Diamanten auslösen. Also dieses Juwel auslösen. Die Frage ist nur, ob ich das machen will. Ob das besser ist, jetzt gleich die 2 holen. Ich glaube, es ist nicht besser. Dann löse ich ihn gleich aus. Ihn kann ich dann umbringen damit. Ich muss mir jetzt wirklich schon um den Kerl da außen kümmern. Wie lange ist Alpha da und noch einen Zug? Da warte ich jetzt noch einmal. Also Alpha Ton, sage ich, Alpha Bauer, dass er da Def erhöht hat. Und jetzt muss der Kerl weg. Ah, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen, dass da dieser Mana-Slot dann drauf war. Kann da irgendwas tun als Zauberer? Also im Normalfall... Davon ist jetzt tot, da kommt noch Lakai dazu, das ist praktisch. Jetzt habe ich zumindest... Das ist ein großes Problem jetzt. Der macht extra Schaden auf alle meine Helden. Und ich weiß nicht... Verdammt. Ja, ich meine, ich werde jetzt in der Mitte... ordentlich Bewegung machen, um eine Chance zu haben. Also, dass ich es aus und dass die beiden jetzt feuern. Aber der macht viel Schaden. Ich war mir sicher, dass der stirbt davon. Ob der auf Def irgendwie geskillt ist, kann schon sein. Das bringt alles nichts, wenn ich da so irgendwie... Ein Stein in grün bringt nichts. Da auch nicht. Wenn ich ihn gleich auslösen lasse, habe ich nur noch mehr Probleme. Ich glaube, ich gehe da jetzt einfach so. Stein in der Mitte, hoffen, dass was kommt. Okay, das war gut, das Ausweichen. Ah, jetzt. Das war gut, das war gut. Habe ich vielleicht irgendwas übersehen, irgendeinen Schaden über Zeit oder so, ich wüsste jetzt nicht was. Jetzt kann ich da natürlich durchgosten und hoffen, dass da grün kommt. Juhu, juhu. Das war angenehm.
Noch einmal dann grün, na gut. Damit. Ah, da hätte ich spielen können. Das wäre sie ausgegangen, wenn ich vorher da gespielt hätte, hätte ich da eine gelbe Combo gehabt, bevor sie auslöst. Aber so passt es natürlich auch. Ah, jetzt habe ich nicht geschaut, dass er. Wie gesagt, diese Einzelhitter-Tunes finde ich eigentlich nicht sehr bedrohlich, ganz generell nicht. Im Angriff sind es ganz gut, weil man wirklich eben gezielt wen rausnehmen kann und sie halten halt was aus. Aber für die Def finde ich diese Single-Hitter nicht gut. So, jetzt gibt es einmal eine Kiste. Und es gibt einen Haufen Angebote. Eine Kiste. So viel dazu, geht spannender. So, da hätten wir wieder da der Einzelhitter, der besonders schwach graue Mähner, wenn er nicht heilen kann. Der ist gut gegen Rot. Es sind halt wieder alles diese Tuns. Jetzt ist Brienne durchaus gefährlich. Wenn die stehen würde mit Brienne in der Mitte, dann wäre es schon ganz gefährlich. Da außen, da ist einfach so oft der Kampf entschieden, bevor irgendwas passiert. Jetzt die Frage, ob ich da überhaupt brauche ich was wechseln. Ich glaube nicht wirklich. Hoher Steinschaden. Lakaien. Schauen wir mal in Aschka zur Natur. Ist natürlich, aber das greife ich an. So. Das geht natürlich. Frage ist, ob man was kaputt macht, wenn ich da mal gelb einfach so hole und schaue, was passiert. Combo kann keine Schwierigkeit kommen. Also schon, wenn nur einmal, wenn rot senkrecht kommt, könnte was passieren, aber ich glaube, das geht dann irgendwann. Nur ist ganz gefährlich, eben wie gesagt, Brienne mag ich auf keinen Fall früher auslösen. Da wäre blauer Stein ganz gut zum so zusammenspielen. Ich beginne mal mit dem. Okay, die rote Combo. Ah, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann werde ich mir wohl da die Drachenbombe holen. Mit der Drachenbombe habe ich ja dadurch automatisch einen Zugriff auf meine beiden schnellen Helden, wenn ich sie auslöse. Die zumindest 5 Steine sollten für ihn reichen, ja, das wird so sein. Der 5. Stein reicht. Das ist gut. Und jetzt er löst sowieso. Den kriege ich jetzt nicht weg mit den Steinen, glaube ich. Ich gehe da herüben her. Wirkt auf beide. Wird mehr Schaden zugefügt von Sarola. Und da könnte es knapp werden. Also der wird nicht auslösen dann wahrscheinlich. Noch nicht ganz sicher. Jetzt ziemlich sicher. Oh. Ich habe mal Brandschaden 74. Passt tot und 3 Reihen ist eigentlich schlecht. Ich will sie aufladen. Passt. Jetzt kann ich sogar da drüben schießen. Boah, das war knapp. Also das Felden überlebt, der Angriff war natürlich nicht knapp. 2 mehr. So, da. Das ist immer halt so eine Geschichte mit Dorn. Also sie ist grundsätzlich natürlich ganz gefährlich. Ja. Und vor allem ist die Kombination, also die Def respektiere jetzt auf jeden Fall, auch wenn da wenig Punkte sind, der wird wahrscheinlich im Angriff nicht gespielt haben. Weil ich von quasi hier kann also die negative Statusveränderung nicht auf die beiden Nachbarn raufkriege. Auf Belit, aber gut, jetzt sage ich es ganz, natürlich Belit heilt nicht von dem her, wenn die Heilung nicht funktioniert. Aber es ist doch wirklich, da darf man gar nicht drüber lachen, wenn Brienne auslöst, dann ist selbst so ein Heiler mit Autohits ganz gefährlich.
Also ich lasse das Team so grün, damit ich eine gute Chance habe, sonst dann zumindest sonst übersteine, zumindest ihren Lakaien immer wieder wegzukriegen. Angriff. Gelb, grün, naja. Wenn ich gelb da spiele, so wie ich es ursprünglich vorgehabt hätte, dann kann ich da grün nicht mehr die Drachenbombe bauen. Ich könnte da spielen. Davor, das wäre Gamble. Wenn ich da jetzt vorspiele, Belet, wie gesagt, ist jetzt nicht übermäßig gefährlich. Verteidigung gegen Natur ist natürlich, mag ich auch nicht unbedingt, aber das geht trotzdem. Entfernt Bonus mal entgegen. Das kann ich fast einmal probieren. Schauen drauf, ob da grün oder gelb nachkommt, wäre beides fein. Und ich weiß nicht, ob ich da vorher mit den beiden Grünen was anderes machen könnte. Okay, das Gelb war gut einmal auf jeden Fall. So. So. Ja, es ist schwierig, wie jetzt spielen wir, weil ich krieg sie nicht weg mit nur den paar Kombos. Drachenbombe hätte ich da noch zwar. Wie viele Steine brauche ich denn? Aber vor ihr wäre so Respekt. Wenn dann alle zuhauen, das geht dann so schnell. So kann ich nicht spielen. Also die Frage ist, ob grün, grün senkrecht oder grün Drachenbombe. Ich kann aber da hoffen, dass noch irgend grün oder sonst was nachkommt. Ich glaube, ich spiele die Drachenbombe, jetzt habe ich es mir schon so hergelegt. Kann dann da, habe Zugriff auf die beiden gelben über die Drachenbombe. Und da habe ich noch einmal grün. Schauen wir mit der 20 ein, ja, die zwei grünen Steine sollten fast, also gelb ist ja auch drunter, dann reicht sicher. Und wenn Dawn weg ist, mache ich mir bei dem Kampf keine Sorgen mehr. Ah, wobei, ich jetzt öfters gesagt, vor ihr habe ich sehr wohl, wie gesagt, Respekt. Jetzt habe ich zumindest einmal ein bisschen Verteidigung geladen. Aber jetzt hauen die Auto-Hits sind jetzt ganz gefährlich. Ich muss auch aufpassen, auf wen jetzt überhaupt Ziel. Ist ja natürlich praktisch, aber wird man wahrscheinlich jetzt dann sehen, was haben wir da Konter, 60%. Schwierig, schwierig, schwierig. Er wird dann One-Shotten, wenn es ist. Gelb, grün brauche ich noch. Ich muss fast das irgendwann spielen, aber da kann ich nichts spielen, wenn ich das spiele. Ich sehe jetzt, also ich habe ein bisschen überlegt, wo ich was hinspielen will. Wenn ich blau außen spiele, ja, habe ich nur ihn geladen und wir ihn stärken. Da ist mir fast lieber, dass sie zum Beispiel auch auslöst und da einer hittet. Die Frage ist nur, bevor er das auslösen sollte, dass ich eventuell da den Schutz stehlen kann. Aber entfernt Boni von allen Gegnern. Dann bringt das auch nichts. Jetzt kommt das letztes. Ich glaube, ich mache das. Große Combo. Aber hier ist, jetzt habe ich nicht aufgepasst, dass ich da wieder doch gelbe Steine spüle. Das war jetzt, hätte ich natürlich vorher ihn gezündet. Jetzt bin ich gespannt, ob das reicht. Könnt dann One-Shotten. Ja, ihr seht sie nicht ganz, hoffentlich wieder nicht getroffen. Passt. Und jetzt muss ich alles auf ihn, dass der weg ist, bevor er hoffentlich glaubt. Oh, Def dann, also Def-Erhöhung. Ja, das ist natürlich blöd. Ich hätte ihn vorher auslösen sollen, Felten. Puh, das geht sich nicht aus. Das geht sich nicht aus. Mit ihr gemeinsam. Drachenbombe, Drachenbombe. So. Jetzt wird sich sowohl ausgehen.
Bedrohung soll weg. So, der schlägt fest, so, das reicht. Jetzt kann er natürlich gemütlich runterspielen. Dazu meine ganzen Helden, die da so angriffsmäßig sind, denen ich die meisten Embleme gegeben habe, die haben halt hauptsächlich den Angriff gestärkt. Ist, glaube ich, gerade für blutigen Kampf nicht immer das Passende. Da ist oft entscheidender, dass man überlebt, aber das sind Großteils, ich benutze jetzt sonst auch Zarola, da benutze ich in Events. Okay, in dem Fall trifft es auf keinen sonst zu Blödsinn. Aber von denen, die, Entschuldigung, vom Angriffsteam sehr wohl, da ist, ja, Felten halt, ist die Frage, aber der ist auch bei Rush 3 Stern recht wichtig und da ist mir wichtiger, dass er ihn rausnocken kann teilweise. Keine Ahnung, vielleicht ist er Blödsinn. Okay, Schwanenmaid kann auch ein Problem sein, will ich auf jeden Fall weiter mit Grünen sie also angreifen. Die Def ist auf jeden Fall nicht schlecht. Was haben wir da sonst so? Ist ein bisschen problematisch, wenn sie nämlich auslöst, tanzen die Helden, dann ist auch Dawn immun gegenüber Quasir. Aber da bleibe ich jetzt. Ich glaube, fürs Ziel einen Gegner, was sie umbringen, das wird ja mit den grünen Helden ja hoffentlich reichen für einen. Wenn sie jetzt gar nicht so viel Steiner sind, aber ich bin fast gewillt, das zu spielen. Ich glaube, dass ich Bewegung brauche. Ein bisschen ein Risiko ist es. Da geht es in die Combo. Wie ist denn das, wenn ich dann auslöse? Würde ich den, hätte ich Zugriff. Wenn ich Lila auch noch auslöse, habe ich vorne auf jeden Fall quer Zugriff auf die beiden. Ich spüre nicht gern unten, in dem Fall grün, die Hauptfarbe, wenn ich oben einzelne Steine liegen habe, mit denen ich nichts anfangen kann. Jetzt könnt ihr natürlich so spielen. Ob das besser ist, kann natürlich sein. Ist weniger riskant wahrscheinlich, dass ich dann trotzdem die Dreier-Kombo in sie habe. Wenn ich ein paar Steine unter Schwanenmaid habe, dann sollte sie ja doch notfalls, auch wenn alle tanzen oder so, nur umbringen können, dass ich das verhindere. Wie mache ich das jetzt? Aber ich glaube, ich mache den großen Zug. Wie gesagt, eigentlich ist Plan, den auch auszulösen. Jetzt ist es gut gelaufen, jetzt brauche ich es glaube ich nicht unbedingt. Oder brauche ich also sofort, wie ist das, wenn ich da aussetze, zerstöre ich mir das. Das will ich eigentlich nicht. Jetzt lasse ich sie, glaube ich, tanzen. Vielleicht, genau, ich sag, vielleicht kommt der Drachenbombe, kommt der Diamant, damit weiß ich es natürlich. Das war's. Wenn da jetzt eine 10 mehr ausgewichen wird, will ich das, es kommt dann sowieso die an, oder das heißt, ich hau einfach einmal die linke Seite zusammen. Das ist nicht einmal sicher, dass das der beste Weg ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt geht doch daher. Das sollte reichen hoffentlich. Ja, und jetzt ghostet der Stein und es sind wieder meine grünen Helden alle geladen. Und so sind sie erst recht alle geladen. Und damit war es das. Es klingt ja ein bisschen, ich weiß auch nicht, unverschämt wichtig, sonst irgendwie, aber eigentlich erwarte ich mir bei 3 Stern blutigen Kampf bei so einem Format oder auch bei 3 Stern Boost, das ist, wenn man die Helden, ein paar da die richtigen hat, meistens nicht so schwierig, also erwarte ich mir fast, dass ich die einzelnen Angriffe gewinne. Jetzt, dass ich einen Niederlag habe von den 25, ist ungefähr da das Standardergebnis und dass ich da jetzt kein Blödsinn rede, erkennt man eben, dass da diese anderen Spieler, diese Deutschsprachigen, die regelmäßig fahren sind, weil sie eben bemühen dabei und ganz gut kennen und die entsprechenden Helden haben, dass die da auch zumindest viele davon fahren sind. Jetzt habe ich nicht geschaut, 24. Ich glaube, das habe ich vorher schon gesehen, vor Valentina und Uzi Guzi bin ich zufrieden, vor Muschi auch, das passt. Okay, und jetzt noch ganz kurz oder vielleicht doch ein bisschen länger, weil wir schauen, wie lange ich dafür brauche. Um die Backbeschwörung, um den neuen Helden geht es jetzt. Skarn.
Der war im Beta-Test anders, das Special hat ganz anders ausgeschaut. Auch deshalb bin ich kein großer Freund mehr davon, zu sehr das zu analysieren, wer jetzt kommt und was passiert, einfach weil so viele Helden geändert werden. Oft werden es nur ein bisschen angepasst von der Stärke her. Skarn ist aber völlig geändert worden. Der war im Beta-Test zwar auch sehr schnell, hat auch diesen sehr starken Zersetzungskern gehabt, aber hat 270% Schaden auf 3 gemacht. Und anstelle dessen, was da unten steht, hat er gehabt, einen Stack, der Schaden macht, und noch viel wichtiger, einen Stack 8% Schadenerhöhung. Wenn man sich überlegt, beim mythischen Titanen wäre das ganz interessant gewesen, weil es gibt ja zum Beispiel Turkrug in Lila, der wird teilweise gespielt beim mythischen Titanen, ist dabei gut, der macht 5% Stacks. Und die kann man bis zu 10 Mal raufbringen. Und der war dann ja knapp nicht gut genug, dass er in den stärksten Teams drin ist. Aber er ist eigentlich ein guter Held dafür. Wenn da jetzt ein 8% Angriffsdeck stehen würde, das wäre richtig stark. Und ich bin natürlich froh, also für einen mythischen Titanen, und ich bin natürlich froh, dass da jetzt ein neuer Held rauskommt, der vielleicht Pflicht wird für mythische Titanen. Und das ist da jetzt eben ganz geändert worden. Jetzt haben wir da sehr schnell 185% Schaden bei allen Gegnern. Sehr passend dazu ist da jetzt Special Boost. Das ist fein dafür, weil halt es wären dadurch 215% Schaden. Das ist bei Helden, die oft kleine Schadenportionen austeilen, ist das auf jeden Fall gut, zwar Boost. Zusätzlich, wenn der Held schnell ist, sehr schnell in dem Fall und deshalb sehr oft innerhalb der ersten 6 Züge auslöst. Weiter, alle Feinde erhalten minus 30% Verteidigung gegen Eis für 3 Züge. Und alle Gegner leiden 558 Frostschaden über 3 Züge. Ich habe gesagt, jetzt braucht es so, und als ob das das Letzte ist. In meiner Vorstellung, so wie ich ihn einschätze, ist das eigentlich das Größte und der Zersetzungskern. Der macht zwar nur 226% Schaden in diesen 3 Zügen gegenüber 558 Frostschaden über Special, aber dort die Mana-Regeneration wird herabgesetzt. Für 3 Züge am Anfang um 13, dann um 26, dann um 39%. Und das ist schon also viel wert und meistens ist es dann viel wert, wenn der Held in der Def steht. Und ich glaube jetzt nochmal, es gibt so viele Def-Helden, es ist bei den Top-Accounts schwierig, einen Platz zu finden. Aber generell klingt für mich Skarn als sehr unangenehmer Held als Flanke oder Flügel in der Def. Schaden auf alle. Zu einem Zeitpunkt, im Moment wird kaum mehr mit Taunt im Angriff gespielt. Also wenn er denkt, wer ja, wird man vielleicht mit Taunt spielen, ja, wird man auch nicht wirklich, weil da, Achtung, das ist ja manche überrascht immer wieder mal jemanden, diese Passivs, Zersetzungskern, werden von Verspotten, von Taunt nicht beeinflusst. Also sie kriegen automatisch, alle Gegner kriegen diesen Zersetzungskern. Und wenn jetzt Skarn sehr schnell auslöst, dann wird da einiges vom Mana zusammengehauen. In dem Fall, wie gesagt, ich rede jetzt hauptsächlich drüber, wenn Skarn in der Def steht. Da ist das besonders stark. Jetzt natürlich ist 185 oder 215% Schaden auf alle nicht so viel, aber wenn er sehr schnell ist, wird er öfters mehrmals auslösen können in einem Kampf. Und weil, wie gesagt, Taunt nicht mehr aktuell, also nicht mehr so gespielt wird, wird er sehr oft das andere da zum Zug kommen. Ob jetzt die Verteidigungsherabsetzung in der Def, das ist jetzt eher nicht der Fall, weil es rein, was ich jetzt so denke, von den ganz aktuellen Devs sind da jetzt nicht so viele blaue Nicht-Heiler aufgestellt. Und ja, zu viele, da will man sich ja nicht zu sehr exponieren, normal, dass man zu viele extra deshalb spielt. Aber natürlich, die Helden, die anfällig sind gegenüber solchen negativen Statusänderungen, 558 pro Runde plus 226 pro Runde, sind wir bei 784 pro Runde. Also nicht pro Runde, über 3 Runden sind immerhin mit Truppenbonus um die 300 pro Runde. Ja, ist jetzt nicht gar nichts. Also mit Truppenbonus kommt man auf um die 900, würde ich sagen, wenn nicht sogar an die 1000 über 3 Züge. Also die Helden, die getroffen werden und wo das dran liegen bleibt, nehmen schon ordentlich Schaden. Aber nochmal, wirklich interessant für mich wäre das, dass der Zersetzungskern bewirkt, dass es Mana durcheinander geschmissen wird. Und Skarn halt als sehr schneller Held, auch wenn er außen steht, ziemlich früh in den Kampf eingreifen kann. Jetzt von dem jetzt wieder weg, wenn ich ihn selbst aktiv spielen würde, einmal, wie gesagt, für den mythischen Titanen, das ist vorbei. Das wäre vorher so gewesen in seiner Beta-Test-Version.
In nächster Zeit wieder würden viele solche Helden, die sehr schnell sind, herauskommen. Würde das so sein, dann wäre er im Angriff prinzipiell natürlich nicht schlecht. Also schau mir Schaden auf alle, Verteidigungsherabsetzung auf alle und so, das ist schon was Gutes. Und ich würde einmal sagen, ich propagiere jetzt gegen diese ganz starken Devs mit Heilern für Spieler, die nicht am allerstärksten aufgestellt sind, eigentlich mehr und mehr wieder Mono zu spielen. Und für ein Mono-Team ist das schon eine gute Fähigkeit, weil da braucht man in den allermeisten Fällen sowieso nicht 7 oder 8, sondern die meisten Spieler brauchen 9 Steine. Und dann ist in dem Fall das nicht so entscheidend, dass er vorher auslöst. Das passt ganz gut, bereitet er schon mal vor, setzt die Verteidigung herab. Da würde er auch gut reinpassen, aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass der das jetzt, ich weiß nicht wie, bereichert und dass das jetzt ein viel stärkeres, also ganz sicher nicht. Was eben aufzupassen wäre, ist, angenommen, es würden mehrere sehr schnelle Helden rauskommen, so wie das in vergangenen Zeiten vor den 5-Stern-Truppen in manchen Farben der Fall war. Da hat es ein ganz schnelles Lila-Team gegeben, das alles umhaut, da hat es teilweise ganz schnell Rot gegeben, im Sinn von ganz schnell heißt sehr schnell oder noch schneller, und hat die Gegner umgebracht. Da sind die Werte jetzt inzwischen schon, werden so hoch, dass wenn vergleichbare Helden mehrere rauskommen, dass irgendwann das wieder gehen wird, dass auch ein sehr schneller Stack irgendwas produziert. Aber aktuell sehe ich da eigentlich nichts in Blau. Da gibt es einen, wie heißt der, weil ich ihn ja öfter spiele. Da haben wir einen für den Richard. Ja, aber das ist Kombination, da braucht man mehr. Also das ist unmöglich. Mit 5 so Helden geht es nicht, dass man aktuell gegen diese Heiler-Devs durchkommt. Gut, für mich jetzt die anderen Helden, die drin sind. Ja, es sind alle gut. Ich finde sogar weiterhin Poppy, trotz Nerf und so, empfinde ihn trotzdem da noch als besten Helden. Mit so viel Schaden, mit Weichhaut, wird nur aufgrund des Schadens, auch ohne die Statusveränderung, weiterhin in Events gespielt. Eben die Weichhaut ist richtig gut. Die anderen, so die Mittelschnellen, da bin ich überall jetzt nicht das schlecht, sind alle okay. Scoria, Queen, sind alle okay. Violet Bots, von der heute eigentlich nicht viel. Die würde ich nicht spielen wollen. Aber insgesamt lauter okay Helden, aber für mich zu wenig, als dass ich da jetzt was pullen wollte. Ja, das lasse ich. Das Portal ist noch offen und ich habe mir gedacht, die beiden Münzen, die Münzbeschwörungen, die man im Portal ziehen hat können, die werde ich jetzt machen, einfach weil für langfristig irgendwann wird es weiter Gastil nicht. Nein, ich meine, das wird nicht passieren. Theoretisch mini Chance, dass ich mein lila Team doch so richtig komplettieren könnte, falls irgendwie Verräter herkommt. Die beiden, die man sich ja spielen hat können, die mache ich jetzt ohne jetzt. Ich meine, ich muss sagen, im roten Portal Asche hätte ich eigentlich gern gehabt. Da würde ich, aber war zu einem Zeitpunkt, wo ich nichts ausgeben habe und gleichzeitig auch so, dass ich jetzt nur für einen so einen vorgestellten Super Elementarhelden sowieso jetzt nicht mehr großartig beschwören würde. Aber das heißt, wer weiß, vielleicht kommt wieder mal ein super Elementarportal, bei dem ich lieber beschwöre. So, da. Dann nehmen wir mal an, das nächste Video wird irgendeine Heldenvorstellung sein. Theoretisch, falls irgendein besonders starker Held rauskommt, würde ich auch wieder irgendwo was beschwören, vor allem die aufgehobenen Münzen. Aber die Ausgaben sollen weiterhin in Grenzen bleiben. Macht es gut. Tschüss.